hoch die Hände. Hi, ich bin Nora, ich studiere internationale Beziehungen an der TU Dresden im zweiten Semester und ab heute nehme ich euch mit auf ein paar spannende Tage im Leben einer IB-Studentin. Viel Spaß! Ich habe jetzt gleich online Spanisch, weil wir die Stunde vom 1. Mai nachholen. Und ansonsten habe ich heute tatsächlich frei, muss aber einiges schaffen. Deswegen gehe ich später nochmal in ein Café und heute Abend haben wir eine Vereinsvorstandssitzung vom Verein für internationale Beziehungen Dresden e.V. Kommt zur EB-Vorstandssitzung. Guten Morgen. Es ist Samstag, 8 Uhr morgens, beziehungsweise zu früh für einen Samstag. Aber ich mache mich jetzt gleich auf den Weg Richtung Uni, weil heute Unitag ist und ich am IB-Stand betreue. Also wir sind jetzt kurz vorm HSZ und jetzt kann es losgehen. Mit dem Politikwissenschaftler, der Stand von dem, der leider ein bisschen schöner aussieht als unser. Aber ich habe IB-Flyer und werde mich jetzt daneben stellen und ein paar Leute zu uns abzeigen. Die Schicht von Maximilian ist jetzt vorbei und deswegen schlendern wir jetzt selbst nochmal durchs HSZ. Wir holen uns vielleicht noch was zu essen. Also ich habe meine Pommes und Max hat was für sich entdeckt. Das Tokio-Gohan. Ich biete, dass da Sushi ist. Es ist 10 Uhr Sonntag. Ich muss jetzt noch Wäsche aufhängen. Frühstücke gerade Müsli aus einer Tasse, weil unsere Spülmaschine voll ist. Genau, dann geht es auch schon in den Kulturpalast. Da ist nämlich um 11 Uhr Konzert von der Dresdner Philharmonie und das möchte ich nicht verpassen. Bin wieder zu Hause vom Konzert. Es war echt schön, kann ich nur empfehlen. 9 Euro, egal wo man sitzt. Und ja, jetzt muss ich den Müll runterbringen und die Spülmaschine ausräumen, weil ich bin heute dran. So, es ist jetzt ungefähr 8:30. Ich mache mich gleich auf den Weg zur Uni. Habe dann erst ein Pro-Seminar in Einführung in die internationalen Beziehungen, dann die Übung zu besonderem Völkerrecht und dann Spanisch und Französisch. Dann habe ich sonst con conocimientos de derecho internacional, europeo y constitucional. Hallo! Seid ihr motiviert? Ja! Hoch die Hände! So, es ist jetzt ungefähr 22 Uhr. Ich sitze gerade noch am Schreibtisch und mache ein bisschen was für die Uni. Eigentlich nur die Sachen, die ich bis morgen machen muss. Ja, aber ich denke, dann gehe ich auch heute ein bisschen früher als die letzten Tage schlafen. Hallo, es ist Dienstagvormittag. Ich bin noch zu Hause, weil ich heute erst ab 13 Uhr Uni habe. So, ich dachte, ich nehme auch mal die Zeit heute Vormittag, um ein bisschen über den Studiengang einfach zu erzählen, weil das ist ja so wahrscheinlich das Spannendste. So, wir sind ein interdisziplinärer Studiengang zwischen internationaler Wirtschaft, internationalem Recht und internationaler Politik. Sprich, wir haben Module aus allen drei Bereichen, aber wir haben darüber hinaus auch Module, die versuchen, so diese drei Perspektiven so zu verknüpfen. Ansonsten haben wir noch die Sprachausbildung. Das heißt, wir wählen zwischen einer Fremdsprache aus, die wir dann quasi die ganzen 6 Fachsemester, wenn man Regelstudienzeit macht, eben hat. Da kann man Spanisch, Französisch oder Russisch nehmen. Für Spanisch und Französisch braucht man Vorkenntnisse, so circa auf einem B1, B2 Niveau. Aber man kann auch mit weniger anfangen und dann zusätzliche Sprachkurse belegen. Und bei Russisch fängt man bei 0 an. Jetzt zum Arbeitspensum. IB ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Wir haben einfach von Semester 1 an viele Module, viele Prüfungen, also gerade im Vergleich zu anderen Studiengängen. Aber es ist alles gut machbar, wenn man Bock drauf hat, motiviert ist, Spaß daran hat, sich mit
Themen auseinanderzusetzen, von denen man noch nicht so viel weiß und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Aber ich würde sagen, dass so ein bisschen das Besondere an der Ibeli-Szene in Dresden ist, ist, dass einfach eigentlich jede und jeder von uns nebenbei noch ein anderes Projekt, mindestens eins eigentlich am Laufen hat, sei es jetzt Engagement im IB-Verein oder in anderen Organisationen oder Vereinigungen, zum Beispiel Zeugen der Flucht, Fridays for Future, irgendwelchen Parteien. Und deswegen kommen jetzt hier im Blog ja auch super viele Sachen vor, die gar nicht so zum Studium oder zum Inhalt gehören, sondern eben so Sachen wie Vorstandssitzungen, IB-Feiern, irgendwelche Exkursionen und so weiter, weil das eigentlich auch so die Sachen sind, die unseren Alltag füllen. Und ja, ich finde es sehr cool. Mir macht es Spaß. Ich glaube, dieses Abwechslungsreich hat man nicht in so vielen Studiengängen. Heute ist auch ein langer Tag, weil abends die Welcome Back Feier ist. Das ist eine Party, die der IB-Verein organisiert für die Studierenden, die im fünften Semester im Ausland waren. Und für mich im Orga-Team heißt das, dass ich 1,5 Stunden vorher da bin und bis zum Ende bleiben muss, um aufzuräumen. Sie die Brötchen, Jessie? Ja, ich habe Brötchen beauftragt. Hallo, ich bin die Glitzerbeauftragte. Ich habe Herzchen und Kram. Marlene hilft mir. Wir verteilen hier Glitzer an die Leute. Also, für mich geht's jetzt in die Uni. Ich gehe erst Mensen mit ein paar Kommilitoninnen und danach geht's auch schon in die Slup. Ein bisschen was schaffen. Also, es gibt jetzt Essen. Wir sind im Siedepunkt draußen. Ich habe noch ein Franzbrötchen, weil die sind sehr geil. Und es gibt vegane Nuggets mit Erbsen und Pommes. Schmeckt gut? Schmeckt gut? Okay. Schmeckt's? Sehr lecker. Das hat noch Döner der Neustadt. Es geht jetzt nach Cottbus und dann von Cottbus nach Berlin, weil morgen Exkursion ist. Und ja, schön travel. Freunde, wie ist die Lage in Berlin? Wir werden gleich gefilmt, wie wir hier reingehen. Es wird alles gerade abgesetzt, dass gleich alles läuft. Und wir warten noch auf ein paar coole Politiker, die LinkedIn aussehen. Wir sind nämlich gerade vor dem BMWK, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, oder? Ja. Mit dem IB-Blog. Falls ihr weitere Videos von TryTU Dresden nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Genau, und was ich euch auch sehr empfehlen kann, euch anzuschauen, ist den Vlog von Jonas, der Vivi studiert, also Wirtschaftswissenschaften. Und auch noch hier dieses Video von der TU Dresden da unten. Und viel Spaß noch!